Ja, schönen Dank. Meine Damen und Herren, da sind jetzt so viele Fragen angesprochen, dass die jetzt noch zur Verfügung stehende Zeit sicher nicht ausreicht, auf alle einzugehen. Ich muss und will mich deshalb auf einige beschränken, die mir besonders wichtig sind. Wenn ich Holm richtig verstanden habe, sieht er den Dissens zwischen uns unter anderem darin begründet, dass wir zwei unterschiedliche und gegensätzliche metaphysische Thesen vertreten und zu begründen versuchen, ich den Naturalismus und er den Theismus. Und ohne, wie er selbst das gesagt hat, das weiter zu begründen, geht er eben davon aus, dass der Naturalismus eine metaphysische Position ist. Und genau das ist etwas, was ich fundamental und vehement bestreiten wollte. Ich hatte vorhin Religion als die Annahme im Kern, als die Annahme bezeichnet, dass es hinter der empirischen Welt noch eine andere Wirklichkeit gibt. Und der Naturalismus, auf einen einfachen Nenner gebracht, vieles kann unter diesem Wort verstanden werden, ist genau die Bestreitung dieser These. Es gibt hinter, neben der empirischen Welt noch eine andere Welt. Und ich sage, das ist keine metaphysische, das ist eine ganz normale empirische Hypothese, die durch empirische Überlegungen gestützt oder auch widerlegt oder zumindest angezweifelt werden kann. Und das Argument, um es nochmal ganz kurz zu sagen, ich möchte einen Satz noch dazwischen schieben. Ich habe nie gesagt, die Fakten zeigen, dass es keinen Gott gibt, dass der Theismus falsch ist. Ich habe immer gesagt, die Fakten geben uns keinen Grund, diese Annahme für wahr zu halten. Das möchte ich nur, dass Sie das im Gedächtnis behalten. Also mein Argument dafür, dass der Naturalismus wahr ist, ist eben genau das Argument, es gibt keine Fakten, die für den und dafür sprechen, dass es hinter oder neben der empirischen Welt noch eine andere Wirklichkeit gibt. Nun unterstellt mir Holm hier vielleicht einen gewissen argumentativen Trick, indem er mir zuschreibt, ich würde unter Fakten die anerkannten Ergebnisse der wissenschaftlichen Erforschung der Welt verstehen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Erinnern Sie sich, wie ich meine Argumentation begonnen habe? Ist die Annahme einer transempirischen Realität mit dem in Einklang, was wir über die Welt wissen? Alles, was wir über die Welt wissen, sind die uns zugänglichen Fakten, von denen wir ausgehen müssen. Es ist übrigens tatsächlich so, dass ein Punkt, auf den ich gleich nochmal zurückkommen werde, immer wenn wir uns überlegen, was wir glauben sollen, können wir nicht anders als von dem auszugehen, was uns zugänglich ist. Wenn es bestimmte Fakten in der Welt geben sollte, von denen wir einfach nichts wissen, aus prinzipiellen oder aus kontingenten Gründen, dann kann das für die Frage, ob eine bestimmte Annahme wahr oder falsch ist, entscheidend sein. Aber für unsere Überlegung, ob wir diese Annahme für richtig halten sollen oder nicht, kann es nicht entscheidend sein. Wir können uns nicht auf etwas stützen, von dem wir nichts wissen. Aber nochmal, Fakten sind für mich wissenschaftliche Fakten, aber auch alltägliche Fakten und vieles mehr. Ich komme gleich mit einem Beispiel darauf zurück. Ich folge im Übrigen, das hat Holm mir in seinem Buch vorgeworfen, auch keinem methodischen Atheismus. Vielmehr behandle ich die Hypothese des Theismus wie jede vergleichbare andere These. In meinen Augen wäre es also durchaus möglich, dass es empirische Phänomene gibt, die sich nur oder jedenfalls höchstwahrscheinlich unter Bezug auf übernatürliche Wesen und Kräfte angemessen erklären lassen. Ich hoffe, Sie alle gehen davon aus, und mit guten Gründen, davon aus, dass es keine Hexen gibt. Aber natürlich könnte es Hexen geben. Es könnte so sein, dass es Menschen gibt,
die, wenn sie andere Menschen verfluchen oder zum Beispiel einen Baum verfluchen, dass dieser Baum verdorrt. Und das könnte ein empirisches Faktum sein, dass das immer wieder vorkommt. Da gibt es eine Frau in unserem Dorf, nehmen wir mal die Frau raus, also nehmen wir Hexer, da gibt es einen Mann in unserem Dorf, der das wirklich schafft. Der es immer, wenn er will, durch sein reines Wollen oder durch einen Zauberspruch gelingt, eine Ernte verdorren zu lassen. Ich würde sagen, wenn das so wäre, hätten wir keine natürliche Erklärung dafür. Also, und das wäre auch ein Faktum, wenn es denn so wäre. Also, nicht nur Wissenschaft. Genauso wäre es natürlich möglich, dass es Fakten gibt, die belegen, dass Rituale, Gebete und Opfer doch wirksame Mittel zur Erreichung bestimmter Ziele sind. Und es wäre auch durchaus möglich, dass es Fakten gibt, die für die Existenz eines christlich verstandenen Gottes sprechen. Also durch meinen Begriff des Faktums ist das nicht ausgeschlossen. Ich folge keiner methodischen Maxime, die dies ausschließt. Ich sage nur, de facto ist es nicht so. Es ist nicht so, dass es Hexer gibt. Und das ist ein empirisches Faktum, nichts, was ich irgendwo herleiten könnte. Etwas grundsätzlicher, wenn es darum geht herauszufinden, ob es etwas gibt, das man nicht direkt wahrnehmen kann, ist in meinen Augen die beste Methode der Schluss auf die beste Erklärung. Ich hatte das Beispiel mit der dunklen Materie schon angeführt, das werde ich nicht wiederholen. Aber ich will meine Kernthese noch einmal wiederholen. Es gibt in der empirischen Welt, es gibt keine Erfahrung, die wir machen, keine Fakten, die wir feststellen können, die sich nur durch die Annahme übernatürliche Wesen und Kräfte angemessen erklären ließen. Erdbeben, Krankheiten, Unfälle, auch erfolgreiche Unternehmungen benötigen keine solche Wirklichkeit zu ihrer Erklärung. Es gibt einfach keine Hinweise, die darauf deuten, dass Menschen, die beten, Opfer darbringen und bestimmte Rituale durchführen, häufiger das erlangen, was sie auf diese Weise erreichen wollen, als Menschen, die das nicht tun. Und jetzt allerdings ein ganz diametraler Widerspruch räumen. In meinen Augen ist die Tatsache, dass nur die Annahme eines allmächtigen, allwissenden, vollkommen gerechten und gütigen Gottes positive Antworten auf deine Sinnfragen zulässt, kein Grund für die Existenz einer solchen Gottes zu sprechen. Dass ein bestimmtes Medikament eine Handkrankheit heilt, die wir bis heute nicht heilen können, ist kein Grund zu glauben, dass das, was wir hier vor uns haben, dieses Medikament ist. Dass etwas positive Folgen haben würde, ist kein Grund daran zu glauben, dass es das gibt. Ich springe ein bisschen. Kommen wir nochmal zum Problem des Leides. In meinen Augen kann man das Problem des Leides nicht einfach dadurch beiseite schieben, dass man sagt, irgendwann werden wir die Antwort wissen. Ich werde das gleich noch ein bisschen weiter erläutern. Das, was wir heute sehen in der Welt, die vielen Toten, das unsägliche Leid, das zigtausende Menschen und auch Tiere erfahren, ist in meinen Augen, ohne wenn wir keine anderen Begründungen haben, dieser Konklusion auszuweichen, ist ein deutliches Indiz dafür, dass Gott, wenn es ihn denn gibt, nicht so ist, wie die Christen sich vorstellen. Es könnte ein deistischer Gott sein. Das wäre mit dem Leid vereinbar, der die Welt erschaffen hat und dann gesagt hat, das war's, interessiert mich nicht mehr. Es könnte sein, dass der Manichäismus recht hat. Es gibt viele andere Erklärungen, aber die Tatsache des Leides in der Welt ist in meinen Augen ein ganz starker Grund daran zu zweifeln, dass Gott uns liebt. Und ob eine Religion, die eine transempirische Wirklichkeit postuliert, die keinen liebenden Gott enthält, tatsächlich nur attraktiv wäre, das wage ich zu bezweifeln. Nun hat Holm unter anderem kritisiert, dass ich von Kutscherers Antwort
wir werden das schon erfahren, wenn wir direkt im Angesicht Gottes sein werden, für eine merkwürdige Ausflucht halten. Und nimm es jetzt nicht böse, das wird jetzt ein bisschen drastisch. Das veranlasst mich zu einer weiteren grundsätzlichen methodischen Bemerkung. Ich hatte die schon angedeutet. Wenn es darum geht, was herauszubekommen, was zu glauben rational ist, dann müssen wir uns an das halten, was wir wissen. Wir können und müssen von den uns zugänglichen Fakten ausgehen. Wie gesagt, jetzt wird es etwas drastisch. Stellen Sie sich vor, in einem Mordprozess gibt es viele Indizien, die dafür sprechen, dass Hans Schmidt der Täter ist. Aber sein Verteidiger argumentiert, der Angeklagte sei am Tag vor der Tat von Außerirdischen entführt und durch einen Doppelgänger ersetzt worden, der dann die Tat begangen habe. Danach hätten die Außerirdischen den Doppelgänger ausgelöscht und den Angeklagten wieder an seinen Platz gesetzt. Und jetzt kommt's. Und weiter führt er aus, in der empirischen Welt gäbe es leider keine Fakten, die dies stützen könnten. Aber hinter der empirischen Welt gäbe es noch eine andere Wirklichkeit. Und wenn wir zu dieser Wirklichkeit Zugang hätten oder haben werden, würden oder werden wir sehen, wie viele Belege es für seine These gibt. Natürlich kann es sein, dass der Verteidiger recht hat, wenn man überhaupt an Außerirdische glaubt. Aber wäre es wirklich rational, ihm zu folgen? In meinen Augen nicht. Wir müssen uns an das halten, was wir... Was sagt denn unsere Zeit? Ein bisschen haben wir noch. Und drittens geht es, und das, da ist er nicht der Einzige, also ich sehe ja große Gemeinsamkeiten zwischen von Kutscherer, Peter Roos und Holm Tetens, unter anderem um eine bestimmte Praxis, die er gern stärkt sehe. Das war sein Punkt B, das ist auf Ihrem Handout ganz vorne, auf dem Handout von dem Eingangsstatement von Holm Tetens, das muss ich hier nicht wiederholen. Ich muss gestehen, dass ich zunächst nicht recht wusste, worauf Contents hier hinaus will. Denn mir war nicht klar, was ein Leben ist, in dem sich möglichst viel von den erhofften positiven Antworten auf die Sinnfragen und auf vernünftige Weise widerspiegelt und vorweggenommen ist. Doch in seinem dritten Kommentar werden die Dinge etwas klarer. Es geht Contents also um Lebensformen, die Hoffnung antizipieren, dass vor und bei Gott nichts und niemand schon endgültig verloren ist. Diese Lebensformen fordern, dass wir so leben, dass auch wir niemanden endgültig verloren geben, sondern dass wir uns miteinander versöhnen und zumindest die Chance dazu immer offen zu halten versuchen. Dass wir so leben, dass das Anderssein der anderen für jeden von uns zur Quelle der Freude und Bereicherung des eigenen Lebens wird. Dass wir so leben, dass wir mit Demut wahrnehmen, wie wir in die Übel und Leiden der Welt als Täter und Opfer verstrickt sind. Und dass wir vor uns und anderen jederzeit erkennen geben, dass wir der Vergebung wie des Trostes bedürfen, dergleichen mehr. Ich hatte es schon gerade angedeutet, damit ähneln Holms Vorstellungen denen von Franz von Kutscherer, der immer wieder betont, dass die wichtigste Botschaft des Christentums das Gebot der Nächstenliebe sei. Holm und von Kutscherer haben also ein Miteinander-Umgehen vor Augen, in dem nicht mehr Konkurrenz und Eigennutz oder sogar Gewalt vorherrschen, in dem vielmehr die Sorge umeinander, das gegenseitige Helfen im Vordergrund stehen und das Eigeninteresse im Zweifelsfall zurücksteht. Ich denke, dass viele von uns einen solchen mitmenschlichen Umgang für erstrebenswert halten. Aber sie trauen sich und ihren Mitmenschen nicht. Sie glauben nicht, dass Menschen dieses Ziel ohne weiteres erreichen können und deshalb halten sie es für eine gute Idee, die Religion ins Spiel zu bringen und Gott als ein Wesen einzuführen, das von uns Nächstenliebe fordert und das uns am Ende aller Tage danach beurteilen wird, wie weit wir dieser Forderung gefolgt sind. Eine gute Religion ist also eine, die dazu beiträgt, ein gesellschaftliches Miteinander zu fördern, das sich viele von uns wünschen. Ehrlich gesagt fühle ich mich ein bisschen an Feuerbach erinnern. Aber die eigentliche Frage ist, es wirklich sinnvoll, hier auf die Rolle der Religion zu setzen? Schon bevor die Religion ins Spiel kommt, denken wir doch, dass die beschriebene Lebensform die besten wäre. Erinnern Sie sich an die Dialektik,
die den Überlegungen von Holmtäten zugrunde liegt. Er formuliert Kriterien dafür, was eine gute Religion ist. Damit weiß er von, also damit legt er Kriterien an Religionen an, die sich nicht aus den Religionen selbst ergeben. Er weiß vorher, was gut ist. Nämlich, dass eine Religion gut ist, wenn sie eine bestimmte Lebensform fordert. Also nochmal, schon bevor die Religion ins Spiel kommt, denken wir doch, dass die beschriebene Lebensform die besten wäre. Brauchen wir deshalb eine zusätzliche Motivation? Eine Lebensform für die beste zu halten, sollte doch Motivation genug sein. Mir scheint es sinnvoller, dass wir erkennen, welche Art von mitmenschlichem Umgang wir selbst wollen und welche Art von mitmenschlichem Umgang auch für uns selbst die beste wäre und dass wir dann für diese Art von Umgang kämpfen. Dabei können und müssen wir nach Mitstreitern suchen, aber auf Hilfe von außen können und sollten wir nicht hoffen. Ein letzter Gedanke. Und du bist an einer Stelle ganz emphatisch geworden und hast gesagt, je nachdem, ob die Antworten auf die von dir formulierten Sinnfragen positiv oder negativ ausfallen, wäre es der Unterschied ums Ganze. Sehe ich nicht. Die erste Sinnfrage hat eben damit zu tun, ob wir uns selbst oder ob wir von uns selbst meinen, dass wir ein zufälliges Produkt der Entwicklung des Kosmos und der Evolution sind, oder ob wir glauben, dass dahinter ein Plan steckt, dass wir Menschen entstehen sollten. Ehrlich gesagt, das müssen Sie nicht teilen, ist mir völlig egal. Ich bin der, der ich bin. Ich bin ein Mensch, der über sich selbst und über die Welt nachdenken kann, der auch denkt, dass er frei und selbstbewusst handeln kann. Es ist mir völlig egal, wie es dazu gekommen ist. Es ist jetzt so und danach muss ich handeln. Nach dem, was ich jetzt bin. Die zweite Sinnfrage hatte damit zu tun, wie es damit ist, dass wir uns unter objektiven Normen fühlen und als frei und selbstverantwortlich handelnde Wesen. Wir haben im Vorfeld schon über andere Versionen der jeweiligen Teile des Vortrags geredet. Und ich hatte vorgehalten, ich halte es keine gute Idee, die Objektivität von Normen auf die Existenz Gottes zurückzuführen. Und hat gesagt, das hat er auch nicht. Also die positive Beantwortung dieser Sinnfrage nutzt im Hinblick auf die Objektivität von Normen nichts. Ich bin ein bisschen skeptisch, dass es diese Objektivität wirklich gibt, aber das ist ein anderes Thema. Wie ist es damit, dass wir uns als freie, selbstbewusste und verantwortliche Handelnde begreifen? Können wir das wirklich nur, wenn es einen Gott im Sinne, so wie Holm ihn geschildert hat, gibt? Nein. Wieder derselbe Punkt. Wir sind die, die wir sind. Und wir sind Wesen, die frei und selbstverantwortlich und selbstbewusst und verantwortlich handeln. Daran ändert eine positive oder negative Sinnfrage nichts. Dritter Punkt, wie ist das mit den unversöhnten, ungesöhnten Opfern? Hierzu habe ich eine ganz persönliche Meinung, die auch nicht jeder teilen muss, und die lautet so. Es gibt schrecklichste Verbrechen in der Welt. Es gibt schrecklichstes Unglück in der Welt. Was hilft es wirklich, wenn den Opfern im Nachhinein Gerechtigkeit widerfährt und wenn sie versöhnt haben? Abgesehen von der Frage, was es heißt, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Naja, wenn sie getröstet werden, fühlen sie sich vielleicht ein bisschen besser. Aber besser wäre es doch, wenn diese ganzen entsetzlichen Taten und Unglücke vorher nicht passiert wären. Also, dass Gott im Jenseits die Opfer trösten wird, ist schön, aber es wäre doch wirklich eine, naja, etwas, was ich von einem, sagen wir mal so, allmächtigen, allwissenden und vollkommen guten Gott erwarten würde, dass er vorher einschreitet und nicht wartet, bis alles passiert ist. Ganz kurz, ich kann nicht sehen, dass die positive Beantwortung der Sinnfragen wirklich so wichtig ist, wie du glaubst. Ich kann mit einer negativen Antwort
sehr gut leben. Danke.